Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Luis, mein Kanal heißt Luis Zockt und ihr seht schon Rocket League. Und eigentlich hätte ich jetzt das mit den Fähigkeiten gespielt, weil wir das noch gar nicht auf diesem Kanal hatten, aber dann habe ich das mit den Fähigkeiten gespielt und nach der ersten Runde hatte ich gar keinen Bock mehr. Ich habe mich auf jeden Fall sehr viel verbessert. Ich habe gerade eine Runde gespielt im normalen Modus und da habe ich direkt 4 Tore gemacht und eine Vorlage, deswegen, und wir haben 6-0 gewonnen. Und deswegen spielen wir jetzt einfach den normalen Modus. Komm, ach, fast. Und Dankeschön an BR Banane, dich gibt's ja überhaupt auch noch. Du warst lang nicht mehr aktiv, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall. Boah, als ob ich dafür keine Parade bekommen habe. Auf jeden Fall, danke für die Tipps in den Kommentaren mit Doppelsprung und so. Das mit der Kamera wusste ich schon, habe ich dir auch geschrieben, aber das mit dem Doppelsprung, Dankeschön für die Tipps. Also ich hoffe, ihr seht schon, dass ich mich voll verbessert habe. Nein! Ach! Es kann nicht sein. Warum springt er denn unter Ball durch? Auf jeden Fall habe ich richtig Bock auf Rocket League. Deswegen nehme ich heute auch direkt wieder 2 Videos auf, denke ich, damit. Das heißt, am Freitag kommt direkt das nächste Video schon wieder. Ja, ist das nicht geil? Wenn das geil ist, dann lasst ihr jetzt direkt mal ein Like da. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr direkt mal den Abonnieren-Button drücken. Da wäre ich euch wirklich dankbar. Ich glaube, man sieht schon, dass ich mich krass verbessert habe. Also in den ersten 7 Parts oder was auch immer das war, war ich ja komplett lost. Ich glaube, das war viel weniger als 7, aber egal. Da war ich ja komplett lost, weil, und jetzt treffe ich schon mal den Ball, wenn der in der Luft ist und so. Aber wie immer, Übung macht den Meister. Sorry dafür, dass ich nicht cutten kann. In Rocket League würde ich, glaube ich, so oder so nicht cutten, weil da ist ja eigentlich alles interessant. Und schaut auf jeden Fall gerne in die Beschreibung. Da ist die Rocket League Playlist verlinkt, wo wir gerade schon über Rocket League sprechen. Wenn ihr mehr Parts sehen wollt, einfach in die Rocket League Playlist schauen. Auch wenn ich da noch ein bisschen lost war am Anfang. Ist, glaube ich, auf jeden Fall sehr interessant. Außerdem ist da unten mein Instagram verlinkt. Und mein Discord-Server. Ach! Mache ich einfach ein Eigentor. Shit. Da könnt ihr gerne beitreten. Jeder ist willkommen und so weiter. Na. Ja. Tut mir leid, dass ich gerade. Ja, und jetzt geht's komplett bergab, glaube ich. Wir spielen heute mal wieder 2 Runden. Einfach so, weil man 2 Runden spielt, weil eine Runde zu kurz ist. Komm, ich habe keinen Boost. Jetzt habe ich Boost. Schön gedriftet und
unten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das habe ich eben auch probiert, aber das hat eben nicht funktioniert. Ich bin einfach der krasseste Rocket League Spieler der ganzen Welt. Das wird Titel. Der krasseste Rocket League Spieler der ganzen Welt. Ah! Ein Meter verschätzt. Supi! Auf jeden Fall. Gebt mir mal Feedback, ob ihr mehr Rocket League sehen wollt und mit wem. Damit ich weiß, ob ich mehr Rocket League produzieren soll, weil mir macht Rocket League persönlich sehr viel Spaß, deswegen. Und wenn es euch Spaß macht, das zu schauen, dann ist das doch ein super Format, das wir da gefunden haben. Bald kommt auch mal wieder Minecraft, nur Rocket Potato ist in den Ferien nicht erreichbar, also darf kein PlayStation spielen, deswegen kommt das im Moment nicht. Deswegen kommt im Moment kein LBC und jedes andere Format mit dem, deswegen. Oh nice, ich habe alle Herausforderungen für. Bin ich Spieler des Spiels? Nee. Ja, wie sollte ich auch? Also ich habe nur eine Parade gemacht. Fertig. So, die quitten alle. Aber sonst, Leute, direkt ab in die nächste Runde. Und ich hoffe, jetzt kommen schnell neue Leute rein. So, und jetzt ab in die Mitte und direkt ein Tor. Ha. Ich hoffe, das geht jetzt schnell mit der Spielersuche, weil manchmal dauert das was länger, aber ich will jetzt nicht. Ich will jetzt kein zu langes Video machen, deswegen. Und da eine Runde schon länger als 5 Minuten geht. Ja, starkes Tor. Komm bitte. Ah, stark pariert hier. Nein. Kommen jetzt auch mal bitte neue Spieler rein. Sonst war's das mit dem Video. Ja, komm, das Video geht eh schon lang genug. Ach komm, ich gehe raus und dann suche ich ein komplett neues Spiel und ich hoffe, dass wir in ein Spiel, das schon angefangen hat, reingehen, weil. Ah, ja, stimmt, wir bekommen noch ein. Ein Fußball als Antenne, okay. So, und dann spielen wir hier noch schnell eine Runde, weil sonst wäre das Video echt. Das Ende echt langweilig, deswegen.
Schade. Aber egal, dann geht das Video halt was länger. Maschallah, einfach der Krasse. Warum geht von denen niemand auf den Anstoßpunkt? Ja, egal. Ist ja nicht mein Problem, ne? Alter, der eine hat 272er Ping. Stark. Ja, mein Tor! Sehr stark! Ja, Spaß, okay, alles gut. Und weil ich jetzt nicht weiß, worüber ich reden soll, weil ich eigentlich schon alles gesagt habe, könnt ihr direkt mal in die Kommentare schreiben, worüber ich im nächsten Video, nein, was mache ich denn? Im nächsten Video reden soll. Wow. Ist das ein spannendes Spiel, wo man nur Anstoßtore macht? Ja, oder? Sehr spannend. Ach ja, ihr könnt auch mal in die Kommentare gerne schreiben, wie ihr das neue Auto-Outfit findet. Weil ich jetzt diesen ganzen Lama-Quatsch rausgetan habe, weil Lama-Rama jetzt ja eh vorbei ist. Nein! Deswegen, warum sollte ich dann mein Auto immer noch hässlich tragen? Schön drüber gelupft in die Mitte und nichts draus gemacht vom Battle Bus. Nice. Schön geklärt und Dreierball. Ich liebe das, an den Wänden hochzufahren. Das habe ich, glaube ich, im ersten Part auch oft versucht, aber oft gefällt. Einfach an den Wänden hochzufahren, um den nach hinten reinzubringen. Ja! Sehr stark, Jungs und Mädels. Nice. Zwei Schüsse, zwei Tore, 33er Ping. Diesmal nicht. Oh, fuck! Es kann nicht sein, dass der immer reingeht. Dass ich das nie hinbekomme, da den Ball rauszuklären. Ich sehe den Ball nicht. Ah, ich dachte gerade schon, der kommt wieder zu mir. Und ich kann ihn nicht klären. Ja, mein Tor. Ich mach alles wieder gut. Boah, was ein geiles Spiel. Maschallah, einfach der krasse Rocket League-Spieler. Nein. Ja, nein. Oh.
Schade. Wo waren da meine Teammates? Danke, dass die mich komplett allein in Dev lassen. Ja, gerettet vor diesem Gegner da. Und damit eine Vorlage zum anderen Gegner gemacht, weil meine Teammates einfach nicht mitspielen. Dieser Wii ist einfach AFK, denke ich, ne? Weil, also ja, der ist nicht AFK, aber der macht einfach nichts. Ja, okay. So haben die Leute wahrscheinlich auch über mich gedacht, als ich mit Rocket League angefangen habe. Vielleicht ist das ja ein Anfänger, also sind wir ihm jetzt einfach mal nicht so böse, aber es ist halt schade. Und mein Tor. Was? Mein Tor. Ja! Maschallah! Spaß, ich lasse das jetzt mal. Alter, ich glaube, das ist gerade das krasseste Spiel, was ich je hatte. Ich hoffe, ihr seid noch dran und seid nicht Leute, die nach der ersten Runde aufgehört haben. Weil das wäre echt schade, weil in der zweiten Runde bin ich gerade so krass. So, jetzt hat Wii auch endlich mal irgendwas. Sehr schön. Weg. Wo ist er? Oh. Oh, wäre der nicht da gewesen, wäre es mein Tor gewesen. Schade. Ach, so knapp. Einfach ein paar Leute abblocken, damit sie nicht an den Ball kommen. Ja, bringt denen eh nichts. Jetzt müssen wir nur hinten bleiben, damit wir keinen Anstoß zu kassieren. Ah, fast noch eine Parade gegettet. Einfach als Erster an den Ball kommen und dann geht das. Ja, vielleicht noch ein Tor von mir. Ah. Ja, Leute. Ich bin einfach der krasseste Rocket League-Spieler, den es je auf der ganzen Welt gab. Und damit sage ich, haut rein. Tschüss.